Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heuchela und schaut mich wieder für euch in Battlefield oder unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir uns aus Patch 8.3 besorgen können. Und zwar ist das ein bisschen komplizierter zu erhalten. Und wie das Ganze jetzt funktioniert und um was es für ein Toy sich handelt, will ich euch mal zeigen. Als allererstes haben wir hier das Toy und das heißt einfache Kitrax-Verkleidung. Und was macht das schicke Ding? Wir verkleiden uns als Kitrax, also als so ein Tentakelviech, und wir haben einfach dann für 15 Minuten so ein mehr oder minder hübsches Tentakelding auf dem Kopf. Das bewegt sich auch, der Kopf pulsiert so ein bisschen. Ja, schaut ganz nett aus. Ich habe noch gar nicht ausprobiert, ob es im Bären auch drin ist. Nein, also für Druid-Gestalten gibt es da leider nichts. Nur quasi für die normale Charaktergestalt haben wir quasi dieses Viech auf dem Kopf. Wie können wir das erhalten? Und zwar ist es tatsächlich ein bisschen komplizierter. Wir haben einmal ein paar Voraussetzungen. Jetzt müssen wir bloß hier einmal weg Shadow melden, weil wir hier angegriffen werden. Wir haben hier erstmal die Voraussetzung, dass wir die Invasion des Schwarzen Imperiums hier unten in Uldum brauchen. Also sprich, die Enzod-Invasion muss hier unten sein. Die ist ja immer eine Woche, ist die Enzod-Invasion in Uldum, und der andere in der nächsten Woche ist wieder im Tal, dann wieder in Uldum. Immer quasi abwechselnd. Das ist die eine Beschneidung. Also sprich, wir haben nur die Hälfte der Zeit die Möglichkeit, dieses Toy zu farmen. Das ist aber nicht die einzige Begrenzung. Und zwar ist es auch noch so, dass eine bestimmte World Quests sind es ja nicht, aber so Events. Ihr wisst, hier in den Angriffsgebieten sind immer jeden Tag 6 verschiedene Events. Und es muss quasi dieses Event sein auf den Koordinaten 55, 79. Und zwar müssen hier so Caster stehen und dementsprechend auf so ein Portal bzw. so ein Kristallkasten. Wenn ihr das noch nicht abgeschlossen habt, wird euch das auf der Map angezeigt. Also einfach hier hinfliegen, schauen, ob diese Mobs da sind. Dieses Event ist relativ selten da. Ich glaube, die Invasion hier war bis jetzt 3-mal und im kompletten Zeitraum war jetzt dieses Event 2-mal da. Und wichtig ist, es ist dann immer nur den einen Tag da. Also ich habe dieses Event, das erste Mal habe ich es verpasst. Und jetzt nach 3, 4 Wochen habe ich es das erste Mal an diesem einen Tag dieses Event entdeckt. Heißt, das ist schon relativ limitiert anhand von diesem Event. Wenn ihr dieses Event spielt, habt ihr aber immer noch nicht den Rare, der uns dann quasi das Toy droppt. Sondern es ist so, wenn wir diese Mobs hier töten und den Kristall anklicken, was ihr übrigens mit einem Char nur einmal am Tag machen könnt, außer ihr trickst es ein bisschen aus, gibt es eine Chance, dass verschiedene Rares gespawnt werden. Wie machen wir das am besten? Wir machen eine Schlachtzugsgruppe und klicken dann quasi hier auf diesen Kristall drauf. Von der Gruppe, vom Namen her, solltet ihr die Yifrim nennen, so wie es hier unten steht, also Yiphrim, oder auch in eine Gruppe reinjoinen. Das ist nämlich der Mob, der tatsächlich dann am Ende uns das Toy droppen kann. Was macht man dann? Man quasi geht mit der Schlachtzugsgruppe hin, dann kann man den Kristall nämlich drücken, das Event despawnt, aber man hat sein Lockout quasi nicht raus, weil man ja das nicht abgeschlossen hat, weil man im Schlachtzug ja keine Quest quasi in Anführungszeichen abschließen kann. Das ist so ein kleiner Lifehack, dann könnt ihr den öfter drücken. Wenn ihr die Mobs umhaut und den Kristall drückt, dann ist es so, dass ihr dementsprechend das Event triggern könnt, es muss aber nicht kommen. Ich würde jetzt etwa sagen, 1 von 10 mal aktivieren kommen etwa die Rares. Und ich rede hier vom Plural, mehrere Rares, weil es gibt verschiedene Sets von Rares, die spawnen. Heißt, wir töten die Mobs, drücken auf den Kristall und in den meisten Fällen, in 90% der Fällen, passiert einfach gar nichts. Ja? Dann müssen wir eine Minute warten, dann spawnen die nämlich wieder, man kann wieder drauf drücken, es passiert wieder nichts. Und irgendwann, nach einer Weile, wenn man öfter mal draufgeklickt hat oder Luck hatte, spawnt hier einen Rare und dann weiß man, okay, jetzt sind 3 Rares gespawnt. Und zwar sind es insgesamt 6 verschiedene und 3 von diesen 6 verschiedenen spawnen. Und ich zeige euch jetzt mal die Spawnpunkte. Einer ist hier, wo wir das Event schon hatten, auf 5579. Der zweite Rare Spawn ist ein Stück weiter hier hinten. Und zwar etwa hier kann dann der zweite Spawn kommen. Da sind wir jetzt, wenn wir auf der Map gucken, etwa bei 4978. Und der dritte Rare spawnt da hinten. Wichtige Randinformation, ihr könnt die ganze Zeit hier stehen bleiben und den Kristall immer wieder klicken. Wenn ein Rare, also es spawnt immer 3 Rares immer an diesen Stellen, und das ist sogar noch einer von denen, der wurde hier übrig gelassen, den haben die Leute nicht mehr gekillt, weil der ist ein uninteressanter, der droppt nichts. Und der letzte ist jetzt hier bei 5088. Heißt, ihr drückt so lange den Kristall, bis hier einen Rare spawnt. Wenn natürlich der richtige Mob da spawnt, könnt ihr ihn gleich umhauen. Sonst fliegt ihr die anderen 2 Positionen ab und schaut, ob der richtige da ist.
Solltet ihr da sein, haut ihn um und kriegt vielleicht das Toy, wenn es gut läuft. Wenn nicht, müsst ihr alle Rares töten, also diese drei Rares an den Positionen, die ich gezeigt habe, und macht es dann weiter, weil nur wenn alle drei getötet wurden, können wieder neu drauf spawnen. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Das Ganze kann jetzt schon mal eine halbe Stunde dauern, dass man jede Minute diesen Kristall aktiviert, dann spawnt ein Set aus drei Rares irgendwann, dann sind es wieder die falschen, dann tötet man die ganzen, dann klickt man wieder drauf, dann spawnen wieder die falschen Rares, bis man halt den richtigen hat. Und der richtige, hatte ich ja schon erwähnt, ist hier Yhprym, der Willensräuber, und der hat wiederum eine Chance, bei WoW Head wird angezeigt 0,7%, dass er das Toy droppt. Eher wahrscheinlich ist so, dass es ziemlich genau bei 1% liegt. Heißt, das ist relativ schwierig, den zu bekommen. Alle 2 Wochen haben wir die richtige Invasion. Dann wahrscheinlich einen Tag von diesen 7 Tagen haben wir vielleicht dieses Event da. Dann müssen wir noch schauen, dass wir das am besten in der Schlachtzuggruppe machen können, dass wir es öfter klicken können. Dann haben wir wieder eine relativ kleine Chance, dass Rare spawnen. Und dann ist wieder eine kleine Chance, dass der richtige Rare spawnt. Und dann haben wir noch eine relativ lowe Chance, dass wir das Toy haben. Heißt, das ist schon ein ziemlich ätzendes Toy zu farmen, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und wenn ihr hier dieses Event habt, dann würde ich euch raten, dass ihr die Zeit hier rein investiert, weil die anderen Rare-Items, die man farmen kann, die kann man wesentlich öfter farmen. Der ist hier zeitlich sehr limitiert und dementsprechend ist es ein bisschen ätzend. Ich habe jetzt, glaube ich, 35 Tries mit beiden Accounts zusammengebraucht, um ihn mir holen zu können. Der einzige Vorteil ist natürlich, für Uldum muss man keine Vorvoraussetzungen haben, kann einfach so hinfliegen und kann sich das Ding holen. Also von dem her geht es relativ gut. Ab und an sind auch Gruppen drin, wo dann der Mob schon am Leben ist, aber die meisten Gruppen sind halt welche, die quasi den Mob triggern. Man steht da mit 20, 30, 40 Leuten dran und wartet halt einfach nur, bis dann mal die richtigen Rares spawnen und klopften dann um. Genau, das war es dann soweit mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte noch irgendwas unklar sein, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Dann versuche ich die Unklarheiten nochmal aufzuklären. Ich weiß, das war jetzt tatsächlich ein bisschen komplizierter denn Rare. Keine Ahnung, was sich Blizzard bei sowas wieder gedacht hat. Für Sammler wie mich und euch wahrscheinlich auch ist das immer so ein bisschen ätzend, wenn so viele Voraussetzungen dahinter stecken. Aber was will man machen? Man muss das so hinnehmen, wie es ist. Also, ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend, Mittag oder Morgen, je nachdem. Und ja, falls ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.